Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich. Und wir haben jetzt die Folge 663. Es ist immer noch Ostersonntag und ich sitze hier und habe einfach nochmal Backpack-Studio ausgepackt sozusagen. Und ich muss sagen, also ich habe jetzt nochmal Bass voll reingegeben, Höhen, und ich habe den Master von Backpack-Studio auf 100% gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Auswirkung hat oder nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt wieder die vollen Sound. Und ich muss sagen, es ist wunderbar. Es klingt einfach über Kopfhörer immer wieder gut. Ja, ich bin wirklich sehr, 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 sehr froh. Ja, also habe vorhin mit meinem Kumpel Heiko noch ein bisschen gequatscht und ja, war ganz okay, war ganz nett. Und was heißt Kumpel? Wir sind ja schon bald 40 Jahre befreundet, muss man mal überlegen. 40 Jahre. Also nächstes Jahr sind wir 40 Jahre befreundet. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Also ja, ist schon echt verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, ja. Ja. Damals war ich 6 und er 5, ja. Und heute sind wir, ja, über 40. Ne? Also es ist schon schön, wenn man Leute so lange kennt. Ich meine, klar, das wird man nie wieder schaffen. So lange lebt man ja wahrscheinlich nicht mehr. Also dass man nochmal irgendwie 40 Jahre lang eine Freundschaft hat, das ist natürlich sehr weit geholt. Ich meine, klar, wenn man jetzt über 80 wird, aber ob ich über 80 werde, sei mal dahingestellt. Das weiß ich ja, das weiß ich natürlich nicht. Und von daher, ja, wissen wir natürlich alle nicht. Ja, ist klar, wenn man wüsste, wie alt man wird, ne, möchte man eigentlich lieber nicht wissen, sondern man soll ja leben wie bisher. Ja, was machen wir heute? Heute möchte ich einfach mal ein bisschen in uns gehen und ja, einfach mal so den Tag genießen. Ja, ich hoffe, ihr habt alle einen wunderbaren Ostertag gehabt und ihr seid jetzt vielleicht wieder zu Hause und entspannt euch und ja, und denke mal, ja, das Wetter soll ja auch einigermaßen gewesen sein. Also ich habe in Facebook immer wieder auch gelesen, irgendwas mit sonniger Ostersonntag. Also ich war ja nicht draußen, aber sieht ja soweit ganz gut aus, das Wetter. Und von daher, ja, brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Morgen, weiß ich nicht, wie das Wetter morgen wird. Ich könnte jetzt, Wetterbericht kann ich jetzt nicht abfragen, weil mein Handy ist jetzt in Flugmodus. Ja, diesmal habe ich es in Flugmodus eingestellt, weil... Ja, es ist doch besser, ne? Sonst kriegen wir hier irgendwelche komischen Signale wieder und wenn ihr dann sucht, und das bringt ja alles nichts und ja. Ne? Ja. Ja, das nächste Highlight ist ja dann Pfingsten. Ne? Pfingsten ist ja auch bald wieder und dann kommt noch Herrentag, Vatertag oder Himmelfahrt, ne? Wie auch immer man diesen Tag nennen kann, will, darf. Muttertag kriegen wir auch noch, weil das jetzt weniger interessant ist für mich, weil ich habe ja keine Mutter mehr. Und ja, aber trotzdem, also das sind noch die ganzen Ereignisse, die jetzt natürlich anstehen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, der 1. Mai natürlich, Tag der Arbeit. Ja. Und dann sind wir so bald durch mit den Tagen. Dann müssen wir erst wieder bis Oktober, glaube ich, warten, bis die nächsten Feiertage wiederkommen. Ja, also es sind noch einige lange Wochenenden da. Ne? Also diese Woche ist zum Beispiel nur von Dienstag bis Freitag. Das ist auch ganz gut. Da ist man schnell wieder im Wochenende. Und von daher wunderbar. Besser kann es gar nicht laufen. Ne? Können wir also ein bisschen entspannen und ein bisschen relaxen, ne? Wer das kann. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles soweit in Ordnung. Ja, ich habe mich jetzt wieder für den vollen Sound entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, also übers iPhone klingt einfach, sobald man die Bässe weglässt, tut mir leid für die Leute, die große Anlagen haben, aber sobald man die Bässe weglässt, klingt es über iPhone einfach total dünn. Also vor allen Dingen bei dem Shure ist ja das Problem, sobald man etwas weiter weggeht, so wie jetzt, ne,
So, wenn man jetzt die Bässe drin hat, ist es nicht ganz so schlimm, weil die Bässe das wieder, aber sobald die Bässe etwas draußen sind, habe ich gemerkt, und man geht ein bisschen weiter weg, dann, ich kann es ja nochmal demonstrieren, ne? Also ich mache jetzt einfach nochmal die Bässe ein bisschen raus. So, jetzt haben wir also die Bässe ein bisschen raus und ein bisschen auch die Höhen raus. Ne? Das wäre so der Sound, wie man es ja eigentlich machen sollte. Ne? Oder ich mache mal ein bisschen so, genau. So, wenn man jetzt natürlich weggeht, merkt ihr, wie alles abfällt. Da ja schon Bässe draußen sind, das ist für euch jetzt an den großen Anlagen vielleicht nicht so wichtig. Aber gerade wenn man es übers iPhone hört oder über eine kleinere Box, ne, und deshalb, ne, jetzt den Unterschied, ich mache alles wieder rein, ne, gehe ein bisschen weiter weg und ihr merkt, trotzdem sind noch Bässe da. Ne? Und das ist natürlich auch gut, dann muss ich nicht immer ganz so nah ran. Deshalb habe ich jetzt auch den Master, ich habe alles jetzt mal auf laut gemacht im Backpack-Studio, in der Hoffnung, dass es nicht übersteuert. Ich meine, ich kann noch mal kurz das Mikro ein bisschen kontrollieren. So, ich habe das Mikro jetzt noch mal ein bisschen zurückgezogen, einfach damit wir nicht ganz so laut sind und damit es nicht so rauscht. Monitor etwas lauter, genau. Ja, also wie gesagt, immer noch am Ausprobieren, am Fummeln und so weiter. Aber ja, an sich ist der satte Sound einfach immer wieder bewährend. Also ich weiß nicht, also irgendwie, ich habe jetzt viele versucht, immer wieder auch die Einstellung, die Kurt gesagt hat, Kurt ist jemand anders, der Kurt gesagt hat, das Problem ist nur, dass es sich natürlich mit dem Shure nicht so deckt. Also die Mikros, die er hat, sind natürlich wesentlich besser für sowas. Und von daher muss man hier bei dem Shure wieder ein bisschen absehen. Das Shure ist halt ein Gesangsmikrofon, ein reines Gesangsmikrofon und ja, ist halt nun mal ein bisschen anders. Ne? Und deswegen sage ich ja, brauche ich irgendwann mal eine andere Lösung, weil auf Dauer mit dem Shure zu arbeiten ist wirklich zu anstrengend, weil es wirklich, ja, es ist für Gesang super, aber für Sprache ist es natürlich, ja, ich brauche einfach eins mit mehr Dampf. Dass ich halt auch mal ein bisschen weiter weggehen kann, dass ich sagen kann, okay, ich setze mich so davor, spreche so 5 Zentimeter weg oder so, ne, und dass die Aufnahme dann trotzdem noch irgendwie gut wird. Und hier muss man ja wirklich extrem rangehen, damit er wirklich die ganze Bandbreite schluckt. Ne? Das ist immer wieder das Problem bei dem Shure. Es ist natürlich auch für die Bühne gedacht, ne, letztendlich, ne, das ist klar. Es ist für die Bühne, es ist für lauten Gesang, ja, also ist ja auch ein gutes Mikrofon, um Gottes Willen. Ne? Es ist ein super Mikrofon. Aber es ist halt zum Podcasten wirklich anstrengend. Also ich würde mich auch lieber mal ein bisschen zurücklehnen und einfach mal so reinsprechen, so wie jetzt. Ne? Hört ihr das? Aber ja, dann hört ihr natürlich, dass es extrem leise ist. Wobei es natürlich mit, wenn man die Bässe und Höhen reinmacht und auf voll ist, vielleicht sogar ein bisschen besser ist, als wenn man jetzt die Bässe nicht reinmacht. Ne? Also ihr hört das jetzt. Ich kann ja mal das Mikro ein bisschen... So, das wäre jetzt ganz laut, ne? Also jetzt rauscht es bei euch wahrscheinlich. So kann man es natürlich nicht machen. Ne? Aber wenn man jetzt ein bisschen wegdreht und ich halte jetzt mal ein bisschen Abstand zum Mikro, damit es nicht so direkt, aber jetzt müsst ihr natürlich aufdrehen. Das heißt also, jetzt müsste man die Aufnahme natürlich wieder hochschießen. Und ja, das ist alles noch so ein bisschen ein Problem für mich. Also ich bin mit meiner Aufnahmequalität, mit meiner Mikrofonqualität noch nicht richtig zufrieden und habe da wirklich zu kämpfen irgendwie. Und ja, also wer mir da Tipps geben kann, der, dafür bin ich wirklich dankbar. Vielleicht weiß ja auch einer, wie man das mit dem Shure ein bisschen regeln kann oder weil wirklich, also es ist wirklich anstrengend, dieses dauernd da die Lippen ranpressen, ja, und ihr seht ja so, wenn ich jetzt so reinspreche, es ist wie gesagt leiser jetzt für euch, aber jetzt hat man natürlich einen schöneren Effekt. Jetzt ein bisschen Raumhall wird mitgenommen. Ne? Man klingt nicht ganz so nasal und ja, durch die Bässe und Höhen müsste jetzt auch der Volumensound eigentlich da sein. Und ja, man kann sich einfach besser bewegen. Ne? Also ja, letztendlich brauche ich irgendwann mal wirklich ein Mikrofon, das wirklich ein bisschen mehr abdeckt und am besten Kompensatormikrofon. Ich hoffe ja, dass das Headset mit dem Olympus gut zusammenarbeitet dann. Das hoffe ich natürlich und dass wir da auch ein bisschen mal trockene Aufnahmen hinkriegen, nur mit Olympus und Headset. Das wäre natürlich geil. Ne? Ich hoffe, dass er das auch wirklich erkennt und nicht, dass ich das dann auf Mono schalten muss.
Wobei das ja auch egal ist. Ne? Also es ist ja auch okay, wenn das nachher, wenn er die Kanäle nachher trennt und ich es nachher den Olympus auf Mono schalten muss, dann ist es ja auch wurscht. Ne? Das geht ja auch. Denn, aber dann muss ich halt in Wave aufnehmen, weil die MP3-Qualität Mono ist zu schlecht. Das heißt, ich muss es dann in Wave aufnehmen und muss es dann in MP3 umwandeln. Na, mal gucken. Ich bin gespannt, wie Olympus mit dem Headset nachher umgeht, wenn ich es dann kriege. Weil ich denke mal, ein Headset fürs Mischpult wird Cord erstmal nicht finden. Und das ist halt schwierig für den Preis, ne, so für 100 noch was. Klar, wenn man jetzt mehr ausgeben kann, dann findet man ja eher was. Oder zum Beispiel das von Beyer, das ist ja sehr gut, was er hat. Das ist ja wirklich ein Traum, aber das werde ich mir wahrscheinlich nie holen können, weil das ist dann doch zu teuer. Ja, aber das klingt wirklich saugut, muss ich wirklich mal sagen. Also das Beyer-Headset, was er da benutzt, das ist wirklich der Hammer. Also wirklich. Ich weiß nicht, ob es da eine eigene Episode von irgendwas gibt, muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall ist das wirklich perfekt. Ja, also besser geht's gar nicht. Ja, also ihr merkt, ich bin immer wieder am Tüfteln, immer wieder am Stellen und so. Und ich bin immer noch nicht zufrieden mit meinem Mikrofonsound. Und naja, gerade auch dieses Digitalaufnehmen ist natürlich, klar, man könnte jetzt auch wieder analog aufnehmen, ist die Aufnahme vielleicht ein bisschen kräftiger. Aber ich sag mal so, ich möchte ja schon mit der Zeit ein bisschen mitgehen. Und wenn ich mir das ein oder andere Kabel sparen kann, dann ist die Digitalaufnahme natürlich super. Und wozu habe ich mein iPhone? Ja, ich gucke mal, ob alles noch läuft. Genau, wir haben es jetzt also, 12 Minuten läuft das Ding schon. Genau, Mikrofon ist auch an. Ne? Also, ja, es ist schön, ihr hört VoiceOver ja einfach nicht. Ne? Ich kann es ja mal wieder anmachen. So, jetzt hört ihr VoiceOver wieder. Select Mic Input. USB Audio 24-Bit-Taste. Genau, jetzt kann man also das Interface wählen. Ne? Wollen wir das mal machen aus Spaß? Obwohl, ich weiß nicht, ob dann natürlich Backpack ausgeht, aber. Pause. Time recorded. Recording 12.40 Uhr. Ja, noch läuft's ja. Pad 3 loaded. Pad 7 loaded. Wird erster Intro-Werks B.A. Pad 11 loaded. Pad 12 loaded. Page 1 auf 3. Volume Mixer. Taste. Hier haben wir den Volume Mixer. Da habe ich, wie gesagt, alles jetzt auf 100%. Remote Interviews. Taste. Remote Interviews. Das weiß ich nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung. Das kann man aber auch nur benutzen, wenn man die App richtig voll und ganz kauft. Und da ich ja die Sparvariante habe. Live. Livestreaming ist off. Ich schätze mal, dass man es dann irgendwie mit irgendeinem Kanal verbindet. Ich weiß nicht. Und dann Livestreaming kann. Ich weiß nicht, ob es dann über YouTube oder weiß ich wo, keine Ahnung. Notes, das weiß ich auch noch nicht, was das sein soll. Wenn ich da mal rauf tippe, passiert meistens gar nichts. Select Mic Input. USB Audio 24-Bit. Genau, 24-Bit hören wir hier. Ne? Also das ist das. Mic is on. Taste. Und Mikrofon ist natürlich an. Ja. Naja, klar, sonst würdet ihr mich ja nicht hören. Ne? Das ist schon wirklich klar. Ja, also eine kleine Überbrückungsfolge ist das hier. Ne? Also wie gesagt, weil ja nicht viel los ist. Aber mir ist einfach langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe vorhin auch ein bisschen geschlafen. Und dann habe ich, heute habe ich ja Gulasch gegessen, aber das habe ich auch noch nicht richtig aufgegessen irgendwie. Vielleicht esse ich das heute Abend noch oder morgen. Muss sagen, also daran merkt man ja auch, dass es was Selbstgemachtes ist. Ich teile es mir ein. Bei den Fertiggerichten ist es immer so, dass ich davon meistens nicht wirklich satt werde. Aber hier bei dem Gulasch war das halt wirklich lecker. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Ich denke mal, Ostern wird für uns alle, ja, wir sind froh, wenn der Alltag natürlich auch wieder losgeht irgendwie. Und Alltag ist ja auch irgendwie wichtig, eine gewisse Routine, also die Woche zu Hause jetzt, das war wirklich furchtbar. Also gut, als ich wieder gesünder wurde, war es okay, aber trotzdem, man hängt einfach nur rum und ja, und weiß nicht, wie man sich beschäftigen soll und nimmt eine Folge nach der anderen auf, aber letztendlich, naja, was soll's. Ich will mich nicht beklagen. Ja, dann beende ich die Folge jetzt einfach mal
und ihr habt nochmal eine kleine Folge mit Mikrofon und Vollbass. Könnt ihr ja selbst mal den Vergleich machen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, den Master von Backpack auf 100% gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht übersteuert. Ich kann es natürlich nicht Kontrolle hören, weil, wie gesagt, das mit dem Monitoring, da wäre es natürlich auch cool, wenn irgendwann nochmal ein Lightning-Adapter mit Kopfhörer rauskommt. Vor allen Dingen einer, der dieses Audio und MIDI kann. Ja, das wäre natürlich auch noch gut, weil dann hätte man wirklich den direkten Monitor-Sound. So habe ich ja nur das Monitoring vom Kopfhörerausgang, vom Mischpult und ja, wie gesagt, und das hat ja keine Garantie. Deswegen werde ich jetzt die Aufnahme auch beenden und werde jetzt mal reinhören und hoffe, dass die Aufnahme einigermaßen gut ist. Dann, ja, wünsche ich euch noch weiterhin einen schönen Ostersonntag. Macht was draus. Das war Podcast von Sven Heidenreich, Folge 663. Achso, jetzt muss ich natürlich Voice-Over wieder ausmachen, sonst quatscht er beim Intro, beim Outro rein. Das wollen wir ja auch nicht. Wir hören uns also in der nächsten Folge wieder. Das wäre dann die 664. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war Podcast von Sven Heidenreich. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr es unter meiner E-Mail-Adresse tun. sven.svenny.heidenreich@googlemail.com. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den nächsten Folgen von Podcast von Sven Heidenreich und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.